Hey Leute und herzlich willkommen zu dem ersten Video hier auf dem Kanal Go on Tech. Und bevor das Video losgeht, möchte ich noch drei kleine Sachen ansprechen. Und zwar erstens hatten wir uns eigentlich überlegt, so ein kleines Ankündigungsvideo zu machen, haben uns aber dann doch dazu entschieden, das irgendwie zu lassen und einfach so ein ordentliches Video rauszuhauen. Der zweite Punkt ist, hier sitzt nur einer vor der Kamera und ich rede gerade von wir. Und zwar liegt es daran, dass ich den Kanal noch mit dem Kumpel zusammen mache, dem guten Leon. Der ist aber allerdings gerade im Urlaub und deswegen mache ich das Video halt jetzt alleine. Und der dritte Punkt ist, ich möchte mich kurz dafür entschuldigen, dass dieses, also die Facecam hier, die eigentliche Unboxing-Kamera ist in Full HD, aber die Facecam hier ist nur in 720p, weil ich die mit der Frontkamera von meinem iPhone aufnehme, weil ich halt noch keine zweite Full HD-Kamera habe. Beziehungsweise, klar, ich könnte die Rückkamera benutzen, aber dann sehe ich mich nicht selbst und das finde ich einfach blöd, wenn ich mich nicht selbst sehe. Und deswegen geht es jetzt los mit dem Unboxing der Canon Legria Mini und ich habe gerade irgendwie das Gefühl, dass meine Haupt-Unboxing-Kamera nicht ganz scharf gestellt hat. Aber scheiß drauf, wir fangen jetzt einfach an mit dem Unboxing. So, erstmal hier das gute Paket aufschneiden und ja, ich entschuldige mich halt jetzt nur in dem Video für die 720p Facecam, weil dann für die nächsten Unboxings habe ich ja die gute Canon Legria Mini hier. Packen wir mal auf. Hier liegt natürlich gleich eine Rechnung oben drauf, die lege ich mal zur Seite. Oh, und da haben wir sie schon, die Canon Legria Mini. Ich halte sie mal ganz schön in die Kamera. So, ich hole sie mal raus, weg mit der Verpackung. Wow, Leute. Nice. Moment, ich kann mal hier noch ein bisschen weiter ranzoomen. Oh ne, ich kann nicht weiter ranzoomen. Schade. Gut, hier haben wir die gute Canon Legria Mini. Schauen wir mal kurz auf der Verpackung. Vorne ist halt ein ganz normales Bild drauf. Dann an der Seite haben wir einmal ein Bild von vorne, von der Seite. Und da stehen so ein paar Sachen drauf. Ultraweitwinkelobjektiv, Wi-Fi, MP4-Videos und Full HD nimmt die gute Kamera auf. Hier stehen nur so noch ein paar Sachen drauf. Die Kamera stellt gerade nicht scharf, habe ich gesehen. Hier Canon Legria Mini. Hier Canon Legria Mini und dann sind wir wieder hier angelangt. Hinten steht auch nur noch ein bisschen Shit drauf und Kamerastelle bitte scharf, geht doch. Und deswegen hätte ich jetzt gesagt, wir packen die einfach mal aus. So, ich drehe die mal so rum. So, einmal hier vorne, hallo, öffnen, so. Und jetzt können wir den guten Deckel aufmachen. Boah, nice. So, hier etwas Bedienungsanleitungszeug und was alles dabei ist bei der Kamera. Schmeißen wir einfach weg. Dann hier auch noch ein bisschen Papierkram. Können wir wegschmeißen. So, was haben wir hier? Einmal ein Mini-USB-Kabel. So, um die Kamera. Ich weiß nicht genau, ob das zum Aufladen ist, weil den Akku kann man auch rausnehmen. Oder ob es einfach nur ist, um die Dateien zu übertragen. Wir werden sehen. Dann hier noch etwas Bedienungsanleitungszeug. Eine CD, wahrscheinlich für das für die PC-Software, weil bei Canon ist meistens eine PC-Software dabei, weil die Unboxing-Kamera hier ist auch eine Canon. Die 700D kann ich ja mal hier so nebenbei erwähnen. Dann etwas Pappe, schmeißen wir einfach weg. Dann hier einmal das Stromkabel vom Aufladekabel. Was haben wir hier? Das ist wahrscheinlich die Aufladeschale für den Akku. So, mal schnell auspacken. Yep, die Aufladeschale für den Akku der Canon Legria. Legen wir auch mal beiseite, hier den ganzen Müll. so, was haben wir hier? Das wird sehr wahrscheinlich der Akku sein. Oh, der ist aber klein. Soll angeblich eine Stunde und circa, also circa eine Stunde und 15 Minuten halten. Hallo, stellt die Kamera auch mal scharf. Nee, gut, jetzt hier. Da haben wir den Akku. Wie viel Milliampere hat er denn? 760 Milliampere. Dann braucht die Kamera aber echt nicht viel Strom. Okay. Und was haben wir hier? Ach, noch ein kleines Band, um an die Kamera dran zu machen, um halt irgendwie die am Handgelenk zu schützen, was weiß ich, dass uns nicht runterfällt. Okay, so, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Teil des Unboxings, und zwar zu der Kamera. Okay, sie ist schon ganz schön schwer, das haben schon Leute in anderen Reviews erzählt. 160 Gramm ohne Akku angeblich. Und Leute, boah, da haben wir das gute Stück. Wow. Hochglanz. Okay, sehr anfällig halt für Fingerabdrücke, oder? Ja, doch, relativ anfällig. Hier haben wir dann den ausklappbaren Monitor. Nice. Wow, geil. Klappen wir den mal wieder ein, schauen hier vorne. Hier mit dem An- und Ausschalter geht auch die Linse auf, also die Abdeckung. Hier unten haben wir eine ganz normale, ich glaube 3,5 irgendwas Stativgewindeschraube. Und hier den eingebauten Stand, um die Kamera ordentlich hier so irgendwie hinzustellen, um uns irgendwie selbst zu filmen. Krass, sieht auf jeden Fall schon mal ganz nice aus und ich würde sagen, wir legen mal den Akku ein. Das sollte dann hier hinten gehen. Ah, so geht das Akkufach auf, okay. So, wie rum gehört der Akku rein? So rum.
So, rein damit. Oh, und sie meldet sich schon gleich zu Wort, die Kamera. Geht aber noch nicht an, okay. Ich habe mir... Oh, doch jetzt. Da stand gerade Legria im Display. Oh, müssen wir gleich was einstellen. Wow, Leute. Und es kann man jetzt wahrscheinlich auf dem Display noch nicht erkennen. Aber... Oh, keine Speicherkarte. Moment, dann mache ich mal schnell eine Speicherkarte rein. Ich habe mir extra hier eine Speicherkarte schon zurechtgelegt. Moment, so rum. Ich denke mal, zumindest. Ja, passt. Rein damit. Wow, Leute. Und hier vor mir stehen ja jetzt gerade eine Menge Stative und die sind komplett auf der Kamera drauf. Kann man wahrscheinlich relativ schlecht erkennen. Aber Leute, die Kamera ist geil, sieht nice aus. Und ich mache jetzt mal was. Moment, ich klappe jetzt mal den Bildschirm hier aus. Und starte die Aufnahme an der Legria und ich wechsle in 3, 2, 1, jetzt zur Legria. Jetzt hört ihr den Ton und Bild komplett unbearbeitet von der Legria. Wow, schönes Weitwinkel mit 160 Grad und bei Fotos sogar 170 Grad. Wow, sieht auf jeden Fall nice aus. Ich freue mich mega mit der Kamera zu vloggen. Das Display, hat Felix Bahr in seinem Review gesagt, ist gar nicht so gut. Aber wenn ich mir das jetzt so anschaue, ganz ehrlich, sieht vollkommen in Ordnung aus. Auch eben beim Einstellen, die Buttons haben sich gut drücken lassen. Ich meine, bin ich vom Canon Touchscreen nicht anders der gewohnt, weil meine 700D hat ja auch einen Touchscreen. Der ist vollkommen in Ordnung und auch echt gut. Und auch so macht die Kamera einen guten Eindruck. Die Verarbeitung von der Kamera sieht auf den ersten Blick sehr gut aus. Ich klappe den Bildschirm jetzt mal ein. Der rastet auch so ein bisschen ein, wenn er unten ist, was mir sehr gut gefällt. Ja, erster Eindruck von der Legria, geil. Das Gewicht 160 Gramm ohne Akku. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie viel mit Akku. Habe ich jetzt noch nicht geschaut. Okay, hat kurz was im Bildschirm gestanden. Wenn man jetzt mal die Kamera allerdings so anschaut und den Display, sieht man, hier sind die Displayränder viel größer als da. Das sieht einfach so aus, als wäre der Bildschirm irgendwie nicht ganz in der Mitte platziert, sondern irgendwie beim Herstellen ein bisschen nach rechts verrutscht. Aber gut, ich denke mal, damit kann ich leben. Ja, nice. Jetzt habe ich hier so eine ultra geile Kamera, mit der ich vloggen kann. Ey, nice. Also der ist halt echt klein, der Akku, Leute, ne? Ob der wirklich eine Stunde, also circa eine Stunde und 15 Minuten aushält, zu filmen? Weiß nicht genau. Wird man dann später sehen. Den werde ich jetzt auf jeden Fall erstmal aufladen, dann die Kamera ausgiebig testen und dann in ein paar Wochen wird es dann die Review dazu geben, Leute. Ich hoffe, dass das Video, das erste Video jetzt hier auf dem Kanal, euch gefallen hat. Wenn ja, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr das Video teilt, Daumen nach oben da lasst oder den Kanal abonniert. Bis dahin, haut rein!